Herzlich willkommen beim Be Active Podcast, deinem Podcast für mehr Motivation und Spaß an der Bewegung. Mein Name ist Beatrice Drach und ich bin deine ganz persönliche Schweinehund-Domböse. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode. Herzlich willkommen zur aktuellen Episode. Heute, wenn du diese Episode gleich nach Veröffentlichung hörst, beginnen bei uns hier in Ostösterreich die Sommerferien. Ja, Sommerferien für die Kinder wunderschön, stellt aber in ganz vielen Fällen die Eltern und vor allem die Mamas vor sehr große Herausforderungen. Diese 9 Wochen, in Österreich haben wir 9 Wochen Sommerferien, gut über die Bühne zu bringen, die Kinder gut versorgt zu wissen, aber vor allem auch Zeit für sich selbst als Mama noch zu finden. Und du weißt, dass das Thema Me-Time für mich ein sehr, sehr großes ist. Natürlich auch mit dem Hintergrund meines eigenen Burnouts. Aber ich arbeite ja auch sehr, sehr viel mit Mamas. Und da kommt dieser Begriff der Me-Time immer wieder sehr, sehr stark zu tragen. Denn wo bleibt denn für die Mama wirklich noch Zeit für sich selbst, für ihre eigenen Bedürfnisse, für ihren eigenen Sport? Und auch in meinem Buch Wirf deine Waage in den Müll widme ich der Me-Time ein eigenes Kapitel, und die Me-Time kommt auch immer wieder vor, wie man sie sich nehmen kann, wie man in kleinen Häppchen starten kann, mehr Zeit für sich zu bekommen. Und daher habe ich mir gedacht, gleich zu Beginn der Ferien lade ich mir eine wundervolle Dame in meinem Podcast ein, die sich mit dem Thema Me-Time für Mamas ganz besonders gut auskennt. Das ist die wunderbare Ruth, die auch genannt wird die Master Mom, so heißt ihr Blog, und sie hat auch noch einen wunderbaren Podcast. Ich verlinke dir natürlich wie immer alles hier rund um diese Episode. Und wir sprechen über Me-Time als Mama. Wo kann ich die Grenzen setzen, um auch wirklich Zeit für mich selber zu finden? Ruth ist so eine wunderbare, offene, ehrliche, rundum authentische Mama, die einfach erzählt, dass nicht immer alles rosa oder himmelblau ist, sondern dass es da eben auch diese Tage gibt, wo man als Mama sehr, sehr, sehr an seine Grenzen stoßen kann. Und wir sprechen natürlich auch über das Thema Sommerferien und wie kannst du da als Mama gut für dich sorgen, dass auch für dich die Sommerferien gut und positiv werden. Und bleib auf jeden Fall bis zum Schluss dran, denn nach dem Interview habe ich für dich noch eine kleine Überraschung. Viel Spaß! Liebe Ruth, ich freue mich sehr, dass du heute hier bei mir bist. Und die Einstiegsfrage ist schon mal, was ist denn eigentlich so ein Spruch, der zu dir passt und der dich beschreiben würde? Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich auch sehr, hier zu sein heute. Ich glaube, was mich gut beschreibt und was so ein bisschen mein Lebensmotto tatsächlich ist, ist auch der Name meines Podcasts, das ist Raw and Real, also wirklich roh und echt, wenn man so möchte. Ich mag es gern einfach echt authentisch, so möchte ich leben, das möchte ich auch nach außen verkörpern und das möchte ich tatsächlich auch den Menschen, mit denen ich arbeite, mitgeben. Sehr schön. Und passt sehr schön zu deinem Programm. Master Mom, so nennst du dich, so heißen deine Programme. Wie kam es zu der Gründung von Master Mom und was macht Master Mom? Ja, der Name ist für manche ein bisschen irritierend, weil sie tatsächlich unter Master Mom verstehen. Ein Studium? Ja, nein, weil sie wirklich das Gefühl haben, oh Gott, da muss ich jetzt noch besser werden und noch mehr tun, ja, mich noch mehr anstrengen. Und das zeigt schon ganz gut eigentlich, wie wir denken über uns selbst oder wie wir auch vielleicht gesellschaftlich so verankert sind, dieses noch mehr, noch schneller, noch, schneller, noch erfolgreicher, noch kluger. Ja. Und bei Master Mom geht es aber in eine genau andere Richtung, weil ich bin überzeugt, dass jeder für sich, jede Frau für sich schon eine Master Mom ist, dass wir diese innere Weisheit, wie ich das gerne nenne, in uns tragen. Ja. Und die Herausforderung ist viel eher, dass wir der wieder vertrauen lernen.
Also dass wir uns selbst, unserem Bauchgefühl, unserem Instinkt, unserer Intuition wieder lernen zu vertrauen, weil da steckt einfach so viel Potenzial drin und das ist eine unglaubliche Ressource. Ja. Und nicht nur dem, was uns vielleicht in den Medien gezeigt wird, wo wir dann auch ein bisschen so sehen, dass die Frauen kurz nach der Geburt wieder unheimlich schön, schlank, fit sind, in den Beruf sofort zurückkehren, überhaupt keine Probleme haben und so eine heile Welt haben. Und ich glaube, das ist mir im Vorgespräch erzählt, das stresst natürlich ungemein, weil du denkst dir als Mama, okay, warum schaffen die das und ich nicht? Genau, also dieser Druck, den wir da von außen bekommen, der ist mittlerweile enorm. Ich finde, es wird immer mehr, weil eben Instagram noch mehr schöne Bilder. Nur die schönsten Bilder. Ja, noch mehr heile Welt. Das gab es Gott sei Dank, als ich vor 7 Jahren Mama wurde, war Instagram für mich noch sehr weit weg. Also diesen Druck gab es nicht. Ja. Aber klar, der Druck wächst und umso wichtiger finde ich, also wenn der Druck im Außen wächst, ist es umso wichtiger, dass wir mit uns gut selbst in Verbindung kommen. Ja. Und dass wir uns gut selbst stärken, damit wir diesen Druck auch standhalten, beziehungsweise uns auch ganz klar abgrenzen und sagen, so, und bei mir ist es anders. Ja. Und ich sage, ich erzähle das den Mamas immer sehr offen. Also ich zum Beispiel habe meine Schwangerschaftshosen sicher noch 9 Monate nach der Geburt getragen, einfach weil sie super bequem waren. Und weil es mir völlig egal war, dass du nicht gleich wieder in eine Size Zero geschlüpft bist. Ja, dass die Skinny Jean nicht passt, weil ich mir gedacht habe, ich habe 9 Monate dieses Baby in mir gehabt. Ja. Mein Körper, der darf einfach jetzt auch Zeit brauchen und das ist in Ordnung. Ja. Ja. Und ich glaube, das vergessen wir tatsächlich. Und deswegen, ja, also Master Mom ist entstanden tatsächlich aus meiner eigenen Krise, als ich Mama wurde vor 7 Jahren, weil ich auch in dieser Perfektion gedacht habe. Ja, also wie muss ich als Mama sein, wie fühle ich mich, wie ist dann das Leben mit diesem Säugling und alles in den schönsten rosa, himmelblauen Farben und ach. Und so wie es in den Zeitungen steht. Genau, ja genau. Und alles nur wunderbar und nur glücklich und nur strahlend. Und dann war es eben so ganz anders für mich am Anfang. Es ist dann rosa und himmelblau geworden irgendwann. Ja. Aber anfangs war es eher ein bisschen grau, ja, weil es mich überfordert hat. Weil ich meinem Bild, meinem sehr hochgesteckten Idealbild, das muss man nämlich dazu sagen, ja, ich hatte einfach ganz hohe Erwartungen an mich selbst und denen habe ich in meinen eigenen Augen einfach nicht entsprechen können. Was hast du dir erwartet als Mama? Also ich habe mir erstens eben erwartet, dass ich mein Kind spontan zur Welt bringen werde und nicht mit Kaiserschnitt. Ja. Ich habe mir eben erwartet, dass man mir diesen Säugling in den Arm legt und ich werde vor Glücksgefühlen übermannt und das hört überhaupt nicht mehr auf und das war auch nicht so. Ja. Ich habe mir gedacht, wir werden das Baby nach Hause nehmen und dann werden wir einfach diesen wunderschönen Alltag zu dritt führen, dass weder das Kind noch ich schlafen werden, ja, das kam nicht das vor. Das kam in dieser Geschichte nicht ganz genau. Vor. Also da waren einfach viele Faktoren, die ich mir ganz anders ausgemalt hatte. Und im Nachhinein betrachtet hätte ich mir weniger Druck gemacht und hätte ich es einfach ein bisschen drauf ankommen lassen und gesagt, schauen wir mal, wie das wird. Ja. Also wir werden es sicher schaffen, aber schauen wir mal, wie es wird. Dann hätte ich mir das Leben selbst viel einfacher gemacht. Ja. 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 Und ja, das auf der anderen Seite hat es mich dazu bewegt, an mir selbst zu arbeiten, ja, mir auch anzuschauen, woher kommt dieser Druck, warum mache ich mir den? Man wächst aus der Krise. Genau, woher kommen diese Perfektionsansprüche zum Beispiel? Ja. Ja? Ganz oft stecken da eben Glaubenssätze dahinter oder eigene Erfahrungen oder etwas, was man von den Eltern selbst mitbekommen hat. Das kann ich echt das hundertprozentig überschreiben. Ja. Wir haben es vor kurzem ja in deinem Podcast genau. Auch schon mal thematisiert. Ich habe mich auch sehr lange mit diesen Glaubenssätzen herumgetragen, mit diesem, ich muss immer beliebt sein, ich muss immer perfekt sein und das stresst einfach ungemein. Genau, das macht wirklich Druck und es macht das Leben verkrampft. Ja? Also es geht so viel Freude und so viel Leichtigkeit einfach verloren dabei. Ja? Ja. Und ja, da habe ich wirklich sehr intensiv an mir gearbeitet und habe dann so das Gefühl gehabt, okay, ich habe für mich einen ganz guten Weg gefunden, ich merke aber noch immer, dass so wenig darüber gesprochen wird. Also, dass es einfach so ein Tabuthema ist, dass man als Mama auch mal zweifeln darf, dass es einem schlecht geht, dass man Herausforderungen hat, sondern eben, wir sehen diese heile Welt, es ist alles so schön und keiner spricht darüber, dass es anders sein kann. Und das war irgendwie dann meine Mission. Ja, genau, das war mein Startschuss.
Aber das betrifft ja quasi nicht nur, wie soll ich sagen, neue Mamas, also wenn das Baby frisch auf die Welt kommt, sondern sicher auch Damen, die schon seit einigen Jahren Mutter sind und sich auch immer wieder, wir haben es im Vorfeld auch so ein bisschen drüber gesprochen, die sich wieder neu finden müssen. Mhm. Zu mir kommen ja auch sehr viele Frauen, eben auch sehr aus diesem Perfektionsanspruch, die sagen, ich schaue nicht mehr so gut aus, wie ich möchte. Und dann sage ich immer, das Aussehen ist die eine Geschichte, es geht darum, wie fühlst du dich. Mhm. Ja? Und dann kommst du wieder ins Tun und in das sich wohlfühlen und sich schön fühlen. Aber so ist es doch auch mit dem, wie finde ich mich im Leben wieder, wenn die Kinder in die Schule gehen, wenn die Kinder älter sind. Mhm. Wo stehe ich da als Frau? Oder wo stehe ich als Partnerin? Genau. Bin ich immer nur Papa und Mama und spreche mich im schlimmsten Falle sogar so an? Ja. Also es ist tatsächlich... ich sage immer, wenn wir Mutter werden, dann kriegen wir eine neue Rolle dazu. Also wir haben bis dorthin meistens ja schon verschiedene Rollen. Wir sind eben berufstätig, wir sind Partnerin, wir sind Tochter, wir sind Freundin, wir sind vielleicht Hausfrau, was auch immer. Ja. Und plötzlich kommt diese Rolle der Mutter dazu. Und dann ist es immer sehr entscheidend, wie viel Platz gebe ich dieser Rolle Mutter denn. Ja, und am Anfang ist es natürlich sehr groß und nimmt sehr viel Raum ein, weil einfach ein Säugling viel Zeit und Aufmerksamkeit und nichts alleine machen kann. Ja. Genau. Aber irgendwann kann man den Mutterteil ja auch wieder kleiner werden lassen, theoretisch. Ja? Nämlich dann, wenn die Kinder einfach größer werden, selbstständiger werden. Und dann gibt es immer wieder viele Frauen eigentlich, die eben auch aufgrund dieses Perfektionsanspruchs alles tun, rund um die Uhr, immer. Also die wirklich versuchen, diese Mutterrolle zu perfektionieren und irgendwann draufkommen, aber leider habe ich mich selbst verloren dabei. Also und im besten Fall kommt man drauf. Genau, im besten Fall kommt man drauf und kann dann wirklich was tun für sich. Ja. Viele ältere Frauen erzählen das dann auch rückblickend, die sagen, ja, also eigentlich, wenn ich so zurückdenke, 30, 40 Jahre, es gab mich dann eigentlich nicht mehr seit Kinder auf die Welt gekommen. Ja, ich war nur mehr Mama. Genau, ich war nur noch Mama, ja, und vielleicht Hausfrau. Ja. Und wenn man das möchte, dann ist das völlig legitim. Also ich bin da immer für eine absolute Wahlfreiheit. Wenn es einem passiert und man merkt, dass man nicht mehr glücklich ist dabei, dann sollte man einfach was verändern. Ja? Ja. Und dann sollte man sich das auch eingestehen. Ja, oder? Genau, eingestehen, sagen, hoppla, okay, ich merke, das hat überhand genommen, aber eigentlich möchte ich auch wieder Frau sein. Ich möchte wieder vielleicht mehr Partnerin sein. Ja, ja? Ja. Und es reicht leider meistens nicht, diesen Wunsch zu äußern, sondern es braucht dann tatsächlich auch die Taten dahinter. Ja. Ja? Das heißt, wenn ich sage, boah, ich merke echt, ich habe eigentlich keine Ahnung, wer bin ich denn überhaupt noch, außer Mama, ja, dann empfehle ich wirklich mal wieder genau hinzuschauen, was macht mich aus, was hat mich früher ausgemacht, was macht mir Freude, was kann ich gut, was erfüllt mich. Wo möchte ich wieder hin? Wo möchte ich hin, was sind Ziele, genau, was sind meine Visionen? Also damit arbeite ich ja auch sehr stark eben mit Visionen. Ja. Das ist die absolute Analogie zu meiner Arbeit. Ja. Ich sage immer, es ist kein es funktioniert nicht, wenn du einfach für dich nur sagst, ich möchte wieder fitter werden. Damit kann dein Gehirn nichts anfangen. Ja. Du musst eine ganz konkrete Vision vor Augen haben. Wie schaut denn dieses Fittersein eigentlich aus? Was möchtest du dann können? Möchtest du die Treppen einfach rauflaufen können, ohne zu schnaufen? Ist es mit einer Gewichtsveränderung verbunden? Ist das mit einer gewissen Sportart verbunden? Aber alles andere kann ja unser Gehirn nicht greifen. Genau. Und genauso ist es auch mit dem, ich möchte als Frau anders sein, aber wie möchtest du sein? Genau, also oft kommt dann das, naja, ich hätte so gern wieder mehr Zeit für mich. Und dann sage ich, ja, okay, dann müssen wir es mal definieren, was ist denn mehr Zeit? Ja, weil eine Minute ist auch mehr als 0 Minuten. Also das stimmt. Ja. Also wie viel möchtest du denn konkret haben? Wie oft möchtest du denn das für dich tun? Ja? Und dann kommt oft schon die nächste Hürde, nämlich darf ich das denn überhaupt? Ja, darf ich mir erlaube ich mir das? Genau, darf ich als Mama mir überhaupt selbst noch Zeit nehmen oder bin ich dann nicht unglaublich egoistisch? Und ich sage den Müttern wirklich ganz eindeutig, ja, bitte unbedingt, ja, weil nicht nur kommt es der Frau selbst zugute, es kommt der Partnerschaft zugute, es kommt dem Kind zugute, es profitiert wirklich das System davon. Ja. Und da sich bewusst einfach wieder sagen, okay, und jetzt steht das im Kalender drin und jetzt melde ich mich für einen Kurs an. Ein Rendezvous mit dir selber. Genau, ja. Und jetzt nehme ich mich selbst so wichtig, denn darum geht es eigentlich, ja, sich selbst ganz bewusst wieder an erste Stelle zu stellen. Ja, ohne schlechtes Gewissen. Genau. Ja. Und das ist was, wovor sich viele fürchten, weil in unseren Hinterköpfen so, naja, das ist egoistisch oder noch schlimmer, das ist narzisstisch und das darf man doch nicht. Ja. Und meine Mutter hat das doch auch nie gebraucht. Doch, gebraucht hätte sie schon, aber sie hat es nicht getan. Sie hat es nicht getan, ja. Und das erlebe ich wirklich
in meiner täglichen Arbeit, dass Männer sich hier viel besser abgrenzen können. Ich habe einige Damen, da trainieren die Männer für einen Triathlon. Das heißt, es ist schon sehr, sehr zeitaufwendig. Zeitig in der Früh schon ins Schwimmbad gehen, die Bahnen trainieren und dann wird dann noch Rad gefahren und gelaufen. Und für die Frau bleibt dann gar nicht so die Zeit zu sagen, und ich gönne mir eine Stunde eine Yoga-Einheit oder ein Laufen. Und in Wahrheit ist es aber oft so, der Mann würde das unterstützen, aber die Frau traut sich gar nicht, das auch anzumelden, weil sie hat ein schlechtes Gewissen, weil sie ist für die Hausübungen zuständig, aber in Wahrheit kann das natürlich der Mann auch. Und genau. Ich habe dann festgestellt, wenn die Damen anfangen, darüber zu sprechen und sagen, du, ich möchte mehr Zeit für mich, ich möchte jetzt auch Sport machen, das funktioniert auch. Aber absolut. Ganz oft sprechen wir Frauen das gar nicht an, genau. Weil wir denken, das ist unsere Aufgabe als Frau. Ja? Wir sind für die Hausübung zuständig, wir sind für alles rund ums Kind zuständig, aber das schafft der Papa auch sehr gut, glaube ich. Beziehungsweise eben sind es auch hier wieder die Perfektionsansprüche. Ja? Wenn wir dann Frauen vielleicht macht das nicht so gut. Ne? Ja, erstens macht das nicht so gut und zweitens, in der Wohnung schaut es ja noch so aus und da ist er noch nicht gesaugt. Und wenn ihr darauf wartet, dass euer Haushalt perfekt ist, ja, mit Kindern nämlich, bis ihr das für euch selbst tut, dann wird das lange, lange, lange dauern. Ja. Weil das ist mit, also gerade mit kleinen Kindern. Bis dahin kommen dann die Enkelkinder wieder. Ja, das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Ja. Das heißt, da auch zu schauen, okay, warum brauche ich denn jetzt unbedingt das schöne Wohnen zu Hause? Ja, damit ich mir Zeit für mich nehmen kann. Oft ist es auch so ein bisschen ein Vorwand, weil man Angst hat. Ja, weil wirklich dieses mit mir selbst sich beschäftigen etwas ist, was Angst auslöst. Ja, ja. Und da findet man ganz viele Vorwände, warum das jetzt sicher noch nicht geht. Ja, und was die Kinder dann denken, wenn die dann auf der Couch liegen. Ich hoffe, meine Kinder denken, dass die Mama eine Pause braucht. Und du lebst das ja deinen Kindern vor. Ne? Wenn du sagst, ich brauche jetzt Ruhe für mich, die Mama braucht jetzt eine Pause oder die Mama braucht jetzt eine Sporteinheit oder die Mama besucht jetzt einen Töpferkurs, was auch immer, ja, dann lernen das Kinder ja auch. Ne? Genau. Das ist ja ein Lernen am Modell, dass Mama sich Zeit für sich nimmt und das hilft ja in weiterer Folge den Kindern auch beim Erwachsenwerden. Genau, die dürfen auch ihre Grenzen setzen, ja? Die dürfen auch Pausen machen. Meine Kinder, also ich liege oft auf der Couch und mache Pause. Und sage meinen Kindern so, ich brauche jetzt mal Pause, ich brauche jetzt auch mal Ruhe, bitte geht in euer Zimmer, macht die Tür zu, ich brauche jetzt einfach mal Stille. Ja? Ja. Ich bin ein Mensch, der das wirklich braucht, das ist wichtig für mich. Und genauso erzähle ich ihnen, dass ich unglaublich gerne arbeite, weil mir das Spaß macht und dass ich dafür vielleicht dreimal weniger am Spielplatz mitgehen. Ja, auch das ist in Ordnung. Also da darf wirklich jeder für sich herausfinden, was tut mir gut. Aber wir müssen uns lösen von diesem Mutterbild, das in unseren Köpfen noch so ein bisschen herumschwirrt. Wie kannst du da konkret den Mamas helfen? Also ich schaue mal mit ihnen wirklich so eine Ist-Analyse sozusagen. Mhm. Ich schaue mal, wie ist es denn gerade? Ja, also wie schaut ihr Alltag aus? Wie leben sie gerade? Und was ist denn das größte Bedürfnis? Also was würden sie wirklich brauchen? Und dann gehen wir meistens tatsächlich auch über die Glaubenssätze rein. Also wir schauen uns wirklich an, was ist denn da an Glaubenssätzen da? Ja, was bringen sie denn mit aus? Eben der eigenen Kindheit, von der eigenen Mama, der Schwiegermama ganz oft, ja, die spielt da auch eine große Rolle. Ja, natürlich, darf man auch nicht vergessen, das wird auch in die Familie mit reingetragen. Genau. Also welche eigenen Glaubenssätze halten sie denn noch zurück, diesen Bedürfnissen wirklich nachzugehen? Und die kann man dann einfach gut lösen. Ja? Und das mache ich mit den Frauen. Und da ist oft schon nach ein, zwei Einheiten so, dass sie spüren, okay, jetzt ist das leichter, jetzt bricht dieses Korsett auf und jetzt ist da einfach wieder ein neuer Raum da. Ja, das ist immer echt schön. Wie ist das bei den Mamas? Ich habe auch in meinem Bekanntenkreis einige alleinerziehende Mütter, wo das Ganze für mich ungleich schwieriger ist, weil der Papa ja nicht im Familienverbund ist, zum Teil auch die Strukturen nicht mehr so auf einer Gesprächsbasis stattfinden. Und ich da das Gefühl habe, dass die Mütter ganz, ganz wenig Zeit für sich haben. Ja, und dann wirklich vielleicht auch die Papas sich ein bisschen, wie soll man sagen, verstecken hinter der Arbeit und dann die Kinder relativ wenig zu sich nehmen. Was kann ich da machen? Also das ist ein wichtiger Punkt, weil ich finde wirklich Alleinerzieherinnen sind nochmal eine ganz besonders schützenswerte Gruppe auch. Ja. Also es ist unglaublich, was die leisten. Ja, also nämlich jeden Tag. Also zu wissen,
da kommt nicht um 17, 18 Uhr jemand nach Hause, der dir mal das Kind abnimmt und sagt, komm, setz dich mal kurz hin, sondern das geht einfach 0 bis 24 Uhr durch. Ja. Oft gibt es dann auch keine Eltern mehr oder sie sind nicht im selben Ort. Genau, also wenn es keine Großeltern gibt, dann ist es natürlich noch schwieriger. Und da ist es echt eine Herausforderung, diese Me-Time sich zu nehmen. Was mein Rat ist, ist zumindest in kleinen Dosen, also zu sagen, okay, ich schaue, dass ich jeden Tag 15 Minuten, 30 Minuten habe, wo ich einfach tue, was mir gut tut. Ob das ein Kaffee trinken ist oder ein Buch lesen oder mal eine Runde spazieren gehen. Ja. Oder auch dem Kind zu sagen, jetzt ist es mal Zeit für mich. Genau, das auch wirklich klar zu kommunizieren. Ja. Natürlich müssen die Kinder ein gewisses Alter haben, um das zu verstehen, aber meiner Erfahrung nach so mit 3 Jahren kann man ihnen schon echt sagen, so, schau mal her, das ist die Uhr oder das ist eine Sanduhr. Wenn die abgelaufen ist, dann komme ich wieder und inzwischen bin ich da im Nebenzimmer und brauche mal kurz Pause. Ja, mache meine Atemübungen, mache eine Turnübung, lese ein Buch. Funktioniert beim ersten Mal vielleicht noch nicht, aber wenn man wirklich dranbleibt, dann etabliert sich das auch für die Kinder so als Ritual und dann tun sie sich normalerweise auch leichter, sich daran echt zu halten. Ja. Ansonsten wünsche ich mir tatsächlich dieses Dorf, von dem wir immer reden, dass wir uns unterstützen. Ja. Damit wir uns unterstützen können, müssen wir aber auch offen drüber reden. Ja. Ja, das heißt, ich muss wirklich auch klar formulieren, ich brauche bitte Hilfe. Das, glaube ich, ist der größte Punkt, da zu sagen, ich brauche Hilfe, weil wir glauben eigentlich immer, dass wir alles schaffen und dass Hilfe annehmen eine große Schwäche ist. Genau. Im Gegenteil, ist eigentlich eine Stärke zu sagen, ich kann nicht mehr, ich möchte mir jetzt helfen lassen, ich komme da alleine nicht mehr weiter. Genau, und es geht noch weiter für mich. Ich glaube, wir müssen gar nicht warten, bis es nicht mehr geht. Sondern wir können einfach sagen, so, mein Leben ist herausfordernd, ja, und ich möchte mir mein Leben so einfach wie möglich machen. Und also in der Prävention schon. Genau, ja. Wunderbar. Und zu sagen, bitte kannst du einmal die Woche mir das Kind aus dem Kindergarten mitnehmen, damit ich den Nachmittag vielleicht oder den Abend noch für mich habe. Ja, ja. Oder kann mein Kind mal, wenn es dann älter ist, bei dir schlafen oder so. Ja. Also dass wir wirklich auch aktiv rausgehen und sagen, hey, kannst du mir helfen? Ja. Meine Erfahrung ist, da kommt eigentlich immer unglaublich viel zurück, sobald wir es aussprechen. Man bekommt die Hilfe, wenn man wirklich danach fragt. Oft sieht man ja gar nicht, wie es der jeweiligen Person geht. Also das ist ja nicht abzulesen, dass du dich dann gerade in einem vollkommenen Verlust deiner selbst aktuell befindest. Ja, und wir sind einfach so in so reflexartig, na danke, geht schon. Ja. Eh alles gut, ja eh fein, oder wir hören auch manchmal dann gar nicht mehr so richtig zu, ne? Dass es dann so drüber geht. Ist eh alles gut. Und da einfach zu sagen, ja, ich schaff's, aber unter welchen Rahmenbedingungen schaffe ich es? Mhm. Ja? Kann ich es mir leichter machen? Dann bitte, bitte, bitte tut das auch. Ja. Ich glaube auch, wir dürfen den Perfektionismus ein bisschen ablegen. Wir dürfen Hilfe annehmen und wir sollten uns, das ist so ein großer Appell von mir, sich nicht so sehr von den sozialen Medien leiten lassen, weil was machen die Leute? Sie posten ja nur die schönen Bilder. Ne? Also ich sehe jetzt selten Bilder von uns Frauen, die irgendwo weinend in der Ecke sitzen und sagen, sie würden jetzt am liebsten ihr Kind an die Wand klatschen und den Mann am Mond schießen. Solche Fotos findest du ja eher selten, ja? Sondern es sind immer nur die sehr heile Weltbilder. Und ich glaube, dass jetzt, also mir hat das vor vielen Jahren eine Freundin gesagt, dass sie so Muttertagsbilder auf den sozialen Medien total unter Stress setzen, weil ihr Mann eigentlich das immer vergessen hat, dass Muttertag ist. Also die Ehe gab es dann auch nicht mehr, aber der hat es irgendwie ein bisschen vergessen. Der Sohn hat sich auch nicht ganz drum gekümmert und sie hat sich dann selber die Sachen hingestellt, ja, mit dem Muttertagsherz und den Blumen, damit sie auch ein Foto machen konnte, ja, weil sonst ist das ja auf Instagram dann oder auf Facebook gar nicht mehr so fein, ja. Das hat mich sehr betroffen gemacht, also ich bin ja keine Mama, aber es hat mich unheimlich betroffen gemacht, dass du eigentlich dir selber ein Bild bauen musst. Und dann habe ich das mit ein paar Leuten thematisiert und dann kamen wir drauf, dass es in vielen Familien so ist. Ja, absolut. Ja. Also diese heile, oh, heute ist Muttertag, alle backen für mich, die gibt es ja in sehr vielen Welten nicht. Und ich schreibe das auch bei mir immer wieder mal dazu in Instagram, weil natürlich gibt es bei mir auch schöne Fotos, wie immer wieder, ja. Aber ich sage ja ganz ehrlich, Leute, zwischendurch gab es ungefähr 37 Wutanfälle von Kind Nummer 1, ja. Und 25 Wutanfälle von Kind Nummer 2 und
30 Nervenzusammenbrüche von mir. Ja? Also das, bis ein schönes Bild entsteht, mag dran ein bisschen gearbeitet werden. Also das gibt, das passiert natürlich auch und das passiert in jedem Alltag. Also ich bin wirklich überzeugt, dass in keiner Familie mit Kind das so abläuft, wie es auf Instagram teilweise dargestellt wird. Ja. Weil dann wären wir auch keine Menschen, dann wären wir Maschinen. Ja. Das sind wir nicht. Ja. Und deswegen kann man sich das gut einfach dazu denken, wenn es einen trotzdem stresst, was man da sieht, dann empfehle ich echt, bitte löscht das Profil von dem oder derjenigen, also oder abonniert es nicht mehr. Ja? Ja. Weil wir müssen unser Hirn ja nicht bewusst mit was füttern, was uns stresst. Aber dann merken wir, werden total gestresst. Also ja. Man, da ist wieder die Eigenverantwortung im Absolut. Spiel. Ja? Zu sagen, okay, wenn ich merke, ich schaue dorthin und sehe diese Bilder und kriege einen totalen Stress, dann bitte schau einfach nicht mehr hin. Das geht ja. Diese Wahl haben wir Gott sei Dank. Ja? Aber das ist auf jeden Fall, das ist ein großer Teil unseres Alltagsstresses mittlerweile. Ja. Der Vergleich findet aber auch im realen Leben statt. Ich arbeite wirklich sehr, sehr viel mit Mamas und dann kommt da auch sehr viel raus, was sie mir erzählen. Das Thema Spielplatz zum Beispiel. Man muss als Mama ganz oft auf dem Spielplatz gehen und ganz viel Spaß dabei haben. Und ich habe eine Mama, die sagt, Spielplatz ist für sie der reinste Albtraum. Sie kann da nicht hingehen. Sie schafft das einfach nicht. Es ist so schwierig, weil die Mamas sich dort gegenseitig Geschichten erzählen, wo sie überzeugt ist, dass es eigentlich gar nicht stimmt, was sie sagen. Was die Kinder schon alles können, was gar nicht stimmt. Und sie dann gesagt hat den Kindern, sie macht das einfach nur ein-, zweimal im Jahr. Und es geht die Oma auf den Spielplatz oder es geht der Papa am Spielplatz oder... Sie gehen gar nicht zum Spielplatz, sie gehen in den Wald. Genau, kann ich total nachfühlen. Ich habe sogar mal eine Podcast-Folge dazu gemacht, dass ich den Spielplatz wirklich auch echt schwer aushalte, weil ich komme vom Land und finde, die sind irgendwie Spielplätze. Das ist so künstlich. Total konstruierte, künstliche Umgebungen. Und ich mag auch nicht dort sein. Ja. Eine Freundin, die in Kanada lebt, hat mir gesagt, in Kanada nehmen die Mütter wenigstens Prosecco mit auf den Spielplatz. Das hätte ein bisschen einen Zusatzreiz, den ich mir dann überlegen würde vielleicht. Aber vielleicht siehst du dann mehr Kinder, als du eigentlich hast. Oder weniger. Oder weniger. Aber ich kann das gut nachvollziehen. Ja, es ist wirklich, es ist auch da leben wir eben so in einer High-Performance-Leistungsgesellschaft. Ja, wann kann mein Kind denn laufen und wann ist es denn sauber und wann ist es denn dies und wann ist es Wie gut ist es in der Schule? Also es geht ja dann, genau, es geht ja dann eigentlich weiter. In welches Gymnasium kann es gehen? Wie viele Instrumente spielt es? Geht es in, wird es in welche Universität wird es dann angenommen? Welches Auslandsjahr wird es wo angenommen? Und es geht immer weiter. Genau, es geht immer weiter. Und ich denke, dass das auch ein Punkt ist, wo die Mamas sich wirklich verlieren, weil sie immer mehr in diesem Kinderprojekt, in dem Kinderförderungsprojekt sind. Und ich finde es sehr cool, wenn auch mal Leute einfach sagen, ja, mir ist nur wichtig, dass das Kind irgendwie die Matura schafft, ja, mit welchen Noten ist mir eigentlich wurscht. Ja, und dann Spaß haben und Kind sein und dürfen. Einfach lustig hat und, genau. und ein feines Leben hat, weil wir sind eh sehr lange erwachsen und sehr lange in einem Korsett dann eingezwängt. Ja. Also auch da finde ich es immer wertvoll, sich selbst ein bisschen zu reflektieren und zu sagen, warum ist mir das denn so wichtig? Ja. Ja. Habe ich vielleicht selber Dinge nicht erreicht und möchte jetzt, dass das Kind das genau, erreicht? Genau, durfte ich es nicht oder umgekehrt vielleicht, ist das so, wie ich aufgewachsen bin, dass es einfach einen Drill gab oder eine Erwartungshaltung der Eltern gab, denen ich entsprochen habe und ich weiß gar nicht, wie es anders geht. Ja. Also, dass man sich selbst da immer wieder als Elternteil hinterfragt, da geht es ja gar nicht darum, um Schuld oder macht man jetzt was falsch, sondern da geht es einfach darum, zu reflektieren, warum mache ich was. Ja. Und wie gesagt, da mag es Kinder geben, die finden das auch super. Ja. Ich weiß nicht, ob wirklich alle es so super finden, wie sie das leben, / müssen eigentlich. Ja, ja. Also auch da sich zu überlegen, vielleicht ist weniger manchmal tatsächlich mehr. Und da hilfst du den Mamas auch dabei, sie kommen zu dir, unabhängig in welcher Altersphase die Kinder völlig, sind. Genau. Aber es geht einfach wirklich mal darum zu sagen, hey, wie kann ich da vielleicht auch Druck rausnehmen, um für mich selber Zeit zu haben, weil oft bleibt ja der Mama gar keine Zeit mehr in dem Förderungsprogramm, das Kind von A, B. Und wenn man mehrere Kinder hat, ist man ja dann eigentlich nur mehr am Abarbeiten diverser Stundenpläne. Am Ende des Tages bist du als Frau wahnsinnig müde und die Partnerschaft, darüber haben wir ja auch schon gesprochen, bleibt dann wirklich auf der Strecke, weil dass man dann einfach sagt, so danke, ich möchte eigentlich mit dir gar nicht mehr viel reden, ich gehe Zähne putzen, schlafen und das war's. Ja. Ja. Vielleicht noch eine Netflix-Serie, aber hey. Aber mehr brauche ich nicht mehr. Genau. Ja.
Also das ist tatsächlich ein Punkt. Also erstens ist das wenig Raum für sich selbst, wenig Raum für die Partnerschaft. Zu mir kommen Mütter dann tatsächlich oftmals, wenn die Kinder zum Beispiel in der Schule dann schlecht werden. Wenn es Auffälligkeiten gibt in der Schule, ja, dann kommen sie eigentlich der Kinder wegen oder mit dem Kind. Und ich schaue mir dann aber immer sehr genau an, geht es denn jetzt wirklich um das Kind oder geht es auch um die Eltern an? Mhm. Ja, und setze dann gerne wirklich auch bei den Müttern bzw. den Vätern auch, aber ich eher mit den Müttern an, um zu schauen, okay, was stresst mich denn jetzt so besonders dran, dass das Kind nicht funktioniert oder dass es was gibt, was jetzt nicht so glatt läuft. Ja, weil meistens sind die Kinder sehr entspannt. Ja. Und ich habe immer die Erfahrung gemacht, dass es sehr hilft, wenn die Mamas sich intensiver mit Sport auseinandersetzen, weil es macht den Kopf frei. Ja. Und dann hat man eigene Ziele, an denen man arbeitet. Ich habe einige Mamas, die dann wirklich angefangen haben, nach Trainingsplänen fürs Laufen zu trainieren und die einfach sagen, das ist meine Zeit. Genau. Meine Me-Time, und das ist mir eigentlich vollkommen wurscht, was zu Hause passiert. Da hat nämlich mein Mann die Verantwortung fürs Kind, genau, oder für die Kinder, aber das ist meine Zeit, ich nehme mich da mein Handy mit, weil muss mich eh niemand anrufen, genau. Das gehört mir. Ja? Das muss man aber, glaube ich, auch erst lernen, zu sagen, hey, ich koppel mich da aus, und ob jetzt zu Hause irgendwas gegessen wird, was ich vielleicht nicht so hundertprozentig gut finde, oder ob die Kinder nicht so top schön angezogen sind, wurscht. Who cares? Also das ist tatsächlich auch was loslassen ist ein ganz wichtiger Übungsprozess im Muttersein. Ja, und das beginnt dabei, dass man dem eigenen Vater, dem Kindsvater, Verantwortung übergibt und sagt, so, ich bin jetzt 2 Stunden weg oder 3 oder auch, also ich auch immer wieder mal tageweise, ja, weil ich wirklich jedes Jahr ein paar Tage mir ganz für mich nehmen, wo ich weg bin. Ja. Ja. Und der Papa hat die gleiche Verantwortung wie die Mama grundsätzlich, ja? Also wenn das eine bestehende Ehe oder Partnerschaft ist. Und wenn er entscheidet, dass die Kinder dann 3 Tage nur Gummibärli essen, dann... Mit den Bauchschmerzen muss er sich dann nach Hause einsetzen. Werden die das irgendwie handhaben müssen. Dann ist es seine Verantwortung als erwachsener Mann, weil das vergessen wir oft. Ja. Ja? Der Papa, der ist nicht nur Papa, der ist auch in dem Fall mein Ehemann und erwachsener Mann. Ja, und der kann es auf die Reihe kriegen. Ja, ja, das dürfen wir ihm zutrauen. Genau, selbst wenn es vielleicht Abweichungen gibt von dem, wie ich es mache. Ja, und ich meine, ihr erlebt es auch, dass meine Tochter dann Kombis anhat, die würde ihr jetzt nicht anziehen. Ja, aber, du hast ja ein bisschen von den Augen so, ups. Aber ganz ehrlich, es ist doch vollkommen wurscht. Ja? Und ja, dann geht sie halt 5 Tage in schrägen Farbkombinationen herum. So what? Ja. Also da wirklich loszulassen und sich zu entspannen und zu sagen, ja, wer andere kann es anders, aber genauso gut. Ja, ja, ja. Da dürfen wir unseren eigenen Perfektionismus vielleicht auch ein bisschen runterschrauben, dass nur die Frau die perfekte, genau, Betreuung für das Kind ist und als Mama alles, genau, checkt, sondern wir dürfen auch ein, weil es gibt das, man kann nicht einerseits fordern, mach mehr, ja, und auf der anderen Seite keine Verantwortung abgeben. Ja. Das geht sie nicht aus. Ja. Und, das ist aber letztendlich wie im Berufsleben. Ne? Du kannst nicht Mitarbeiter haben und sagen, du förderst sie, aber auf der anderen Seite musst du alles kontrollieren und permanent sagen, genau, nein, also wenn ich das jetzt nicht... Ja, also man muss schon wirklich das loslassen geben können. Ja, ja, ja. Und bei uns ist es tatsächlich so, mein Mann hat sich... Wir teilen sehr, sehr vieles auf, also er ist auch noch immer in der Elternteilzeit. Und da ist es tatsächlich so, dass die Kinder dann kommen und sagen, Papa, kannst bitte du den Kuchen backen, der schmeckt viel besser bei dir, oder kannst bitte, der Papa kann das besser. Ja? Und das finde ich ganz, ganz wertvoll, weil sie uns wirklich als gleichwertige Eltern wahrnehmen und wissen, wir können beide gut für sie sorgen. Ja, jeder auf, ja, seine Art, jeder ein bisschen anders, Art, aber jeder mit Liebe und mit Wohlwollen. Genau. Ja. Und dann gibt es noch andere Menschen, dann gibt es noch Babysitterinnen zum Beispiel, die können das genauso gut. Ja. Ja? Oder Freunde, die können das auch. Also wirklich auch, das ist für Kinder auch eine Ressource zu erkennen, da gibt es in dieser Welt draußen auch andere Menschen, nicht andere kann. Menschen. Ja. Genau, ja, da gibt es nur die eine. Ja. Und für mich persönlich hat das einfach eine unglaubliche Erleichterung gebracht. Weil ich weiß, auch wenn ich nicht da bin, auch wenn ich Zeit für mich habe, sind meine Kinder ganz gut und fürsorglich aufgehoben. Ja. So, abschließend, wir stehen vor den Sommerferien. Ja, viele, viele Wochen. Und egal, wo du gerade zuhörst, überall auf der Welt gab es, glaube ich, einen Lockdown und überall gab es Homeschooling. Also es betrifft jetzt nicht nur österreichische Zuhörerinnen.
viele Wochen mit dem Homeschooling-Programm und hurra, wir haben wieder keine Schule und keinen, oder manchmal auch keinen Kindergarten, weil die auch zusperren. Was rätst du da? Ja, also, um weder die Kinder irgendwie an die Wand zu klatschen, noch dich selber. Also tatsächlich sind Ferien, 9 Wochen Schulferien, gesellschaftlich für mich als Selbstständige jetzt zum Beispiel echt eine Herausforderung. Ja, ein großes Thema, aber natürlich auch für Angestellte, weil die haben einfach auch sehr beschränkten Urlaub und ich glaube, dass es noch nicht ganz zu Ende gedacht ist, weil einfach Kinder eine Betreuung brauchen und der finanzielle Rahmen viele Familien sprengt, wenn sie dafür bezahlen müssen, ja, weil ein Camp kostet auch. Ja, kostet also ziemlich viel. Ja. Das ist einfach ein großes Thema, das ich glaube, wo ich mir wünsche, dass es einfach auch noch Lösungen gibt, damit eben nicht die Frau die ist, die dann überbleibt automatisch und die halt schauen muss, wie die 9 Wochen verbracht werden, weil es hat nicht jeder eine Oma ums Eck. Ja. Das rate ich, ja, also mir geht es ja ähnlich, ich habe jetzt auch 2 Monate zu Hause mit meinen Kindern verbracht und 9 Wochen stehen bevor. Prävention finde ich ganz wichtig, also ich für mich zum Beispiel bin jetzt dann einfach mal 4 Tage weg, ja. Und stärke mich für die Zeit, die da kommt. Mit Prosecco? Nein, in dem Fall eher in der Natur. Ja. Weil ich einfach weiß, es ist herausfordernd. Ja? Also das braucht man gar nicht schönreden. So fein Sommerzeit ist und so schön das ist, aber alles unter den Hut zu packen in dieser Zeit ist eine Herausforderung. Ja. Und deswegen wirklich meine Empfehlungen an die Mamas und Papas. Schaut vielleicht jetzt schon drauf, dass ihr euch beginnt, wirklich zu stärken, dass ihr euch Ruhephasen auch mal gönnt, dass ihr mal was für euch tut. Ja? Um da einfach mit nicht mit leeren Batterien reinzugehen, sondern mit möglichst vollen Batterien. Ja. Ja, zu Beginn geht es ja noch, die ersten Wochen sind ja noch okay, aber genau, dann glaube ich, wird die Batterie natürlich irgendwie und schwächer. Tatsächlich, so wie wir das vorher auch besprochen haben, um Hilfe zu bitten, ja? Freundinnen zu sagen, du weißt was, das ist jetzt echt eng, vielleicht kannst du mal eine Woche mein Kind nehmen und dafür tauschen wir dann. Ja? Also wirklich sich auch zu vernetzen und sich gegenseitig zu unterstützen, ich glaube, das ist das ganz, 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 ganz Wichtiges. Ja? Ich für mich habe gemerkt, dass es mir gut tut, wenn ich den Tag mit einem Ritual starte. Ich bin da nicht sehr dogmatisch, ich mache das sehr, sehr locker, aber ich merke, wenn ich eine halbe Stunde mittlerweile so früher aufstehe als der Rest der Familie und da echt noch Zeit habe, um ein Hörbuch zu hören, um eine Meditation zu machen, um einfach mein Kaffee in Ruhe irgendwo zu trinken. Ja. Dann nichts auf dich reinprasseln. Sondern wirklich, dass ich ankomme in mir und in diesen Tag. Ja. Das ist ein ganz massiver Unterschied. Dann starte mit einer anderen Kraft rein. Ja. Und für den anderen ist vielleicht der Abend eher geeignet. Das muss man einfach schauen, was passt für den jeweiligen Typen. Aber sich das so wirklich zu einem Ritual zu machen und zu wissen, okay, selbst wenn der Tag halt extrem anstrengend war oder wird, es gibt diese 30 Minuten, wo ich einfach Ruhe habe. Das ist wieder die Me-Time, die Aufladezone. Genau. Ja. Dann ist es eine andere Qualität. Ja. Ja. Und wirklich, bitte redet drüber, wenn es viel ist, wenn es viel wird, holt euch Hilfe, eben sei es im Sinne von Freundinnen, von Großeltern natürlich, wenn es die gibt, oder auch, wenn man echt merkt, okay, da komme ich jetzt an einen Punkt, da ist was tiefer, dass man sich auch professionelle Hilfe sucht. Ja, um wirklich diese 9 Wochen gut zu überstehen und auch wirklich als Mama Zeit für sich zu finden. Genau. Nicht nur, und den Perfektionismus da auch einfach mal hinten anstehen zu lassen. Ja, ja. Dann ist halt mal nicht aufgeräumt. So, ja. Das ist vielleicht schwierig auszuhalten am Anfang. Auch das kann man üben, kann ich aus eigener Erfahrung berichten. Das kann ich total gut, auch als Nicht-Mama. Also man kann dieses Loslassen wirklich lernen. Ja. Ja. Und zu so sagen, okay, heute machen wir es jetzt einfach fein und heute gibt es auch eine 3. Kugel Eis von mir. Also, also einfach auch. Und dann wird halt die Pizza irgendwo geholt. Genau, also es ist einmal nicht so das hochwertige Essen, sondern es hat mal ein bisschen Junkfood. Man darf manchmal einfach es sich leicht machen. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Gedanke, den ich in den Sommer besonders mitgeben möchte. Sehr schön. Das ist ein wunderschöner Abschluss von einem wunderschönen Gespräch. Ich danke dir sehr, dass du bei mir zu Gast warst. Vielen Dank. Und ich verlinke natürlich sowohl deinen Podcast als auch deine Seite mit deinem Blogartikel bei mir im Podcast. Danke, Beatrice. Wie hat dir das heutige Interview gefallen?
Ich freue mich sehr über dein Feedback und immer wieder auch über Anregungen, was du im Be Active Podcast zukünftig noch alles hören möchtest. Ja, mit Ruth habe ich sehr viel über das Thema Sommerferien gesprochen und auch der Be Active Podcast geht ein bisschen in die Sommerferien. Keine Angst, du musst jetzt nicht ganz auf den Be Active Podcast verzichten, aber in den Monaten Juli und August werde ich den Podcast ein bisschen unregelmäßiger veröffentlichen, weil ich mir auch immer wieder einige Tage oder auch Wochen Urlaub gönne und die Zeit dazwischen an einigen neuen Projekten für dich arbeite. Aber du kannst dir die Zeit auch noch mit etwas anderem versüßen. Ich habe dir ja zu Beginn des Podcasts versprochen, ich habe noch etwas für dich. Und zwar, du kannst an einem Gewinnspiel teilnehmen. Ich verlose 3 meiner Wirf deine Waage in den Müllbücher. Und zwar über meinen Instagram-Account. Da suchst du einfach unter Beatrice Läuft oder unter Beatrice Drach. Siehst alles rund um die Teilnahmebedingungen und kannst dann eines von 3 Büchern Wirf deine Waage in den Müll gewinnen. Die ideale Lektüre für den Sommer. Ich wünsche dir viel Spaß.